heiße Andreas Freier und bin schon lange in Halle und Saalkreis. Ja, das ist, ich nenne es einfach Insel, aber man kann es auch als Berg sehen. Und ja, ich finde, es passt sehr gut hier in die Landschaft. Ich freue mich, diesen schönen Platz genehmigt bekommen zu haben. Ja, ich bin sehr begeistert von dem Grüngürtel, der hier neu entstanden ist, nachdem die sowjetischen Mitbürger weggezogen sind. Und ich finde, das ist eine große Bereicherung für die Stadt. Und ich finde das einfach, dass wir jetzt mit den Kunstwerken, da kommt ja noch eins, die Landschaft, ich hoffe, dass wir sie nicht verschandeln, sondern eher verschönern oder steigern. Ich habe schon viele so eine ähnlichen Sachen gemacht und das ist eins, was mir sehr gut gefallen hat und ich mache immer kleinere Arbeiten, Modelle sozusagen und ich will die immer, denke die in groß und jetzt habe ich durch das Symposium die Gelegenheit gehabt, ein größeres Format herzustellen. Was bereitest du in der Zukunft vor? Weitere Plastiken. Zum Beispiel? Vielleicht auch ein paar, die mehr in die Senkrechte gehen, aber das ist ganz schwer. Ja. So noch nichts Konkretes? Ja, schon angearbeitet. Es gibt auch schon so eine kleine Sachen, aber ich möchte gerne noch größer und auch ein bisschen weiter verteilen. Nicht immer nur in Halle und Umgebung. Ja.